Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe keine Ahnung, welche Folge das ist, aber ihr wisst es bestimmt, denn ich habe es wahrscheinlich in den Titel geschrieben. Und ja, die letzte Folge ist für mich nur ein paar Stunden her und in diesen paar Stunden sind mir einige Ideen gekommen. Und ich will jetzt erstmal gucken, ob das denn so klappen könnte, wie ich mir das vorstelle. Es könnte sehr knapp werden vom Platz her, aber ich würde es mal versuchen und zwar dachte ich mir, dass wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Geld, aber nicht so viel, dass ich hier zwischen diesem Dorf und dem Forst noch einen kleinen Naturpark hinsetze. Und das Dorf, das habe ich mir überlegt, das soll jetzt mal Rosenholzufer ist die Siedlung, oder? Dann würde ich mal das Ding Gemeinde Rosenholz nennen. Ach komm. Gemeinde Rosenholz. Und ich habe mal in der Zwischenzeit auch geguckt, was Rosenholz überhaupt ist. Das ist eher sowas wie ein Tropenholz in Brasilien, das schön rosa aussieht. Hat jetzt mit unserem Let's Play überhaupt nichts zu tun, aber wir könnten ja in dem Park sehr, sehr viele Rosen einbauen. Oder andere Blumen. Das wäre jetzt so die Idee stattdessen. Und dass Rosenholz einfach ein Sammelbegriff ist dafür, dass hier Holz angebaut wird und Obstbäume. Also Bäume für Holz, so, und Obstbäume. Und daraus haben sich die beiden sozusagen entwickelt. Und hier in der Mitte will ich sozusagen so ein altes Forstgebiet aufbauen, das so als Naturreservoir umgebaut wurde. Da können wir nämlich auch dieses wunderschöne Hotel dann einsetzen. Ach so, in der Zwischenzeit habe ich ja das Spiel einmal neu starten müssen. Und jetzt sollten wir auch ein paar mehr Assets haben. Die ich da mal runtergeladen habe von Meister Monis. Die sollte ich am schnellsten finden, wenn ich jetzt hier einfach Halle eingebe. Ja, da haben wir jetzt diese wunderhässlichen großen Tower. Das ist auch nochmal aus dem... Ah, hier zum Beispiel, das könnte man dann einzeln hinstellen, wenn man sonst nirgendwo mehr Platz hätte. Und eventuell haben wir jetzt auch sozusagen die größere Variante von dem hier. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen verschoben in der Höhe. Aber das passt noch so einigermaßen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch realistisch, dass die so ab und zu so ein bisschen zum Knick haben. Aber ich glaube, das hier ist neu. Das sind ja auch zum Teil verschiedene Sachen aus Halle. Also es ist ja nicht nur so ein großer Block, der so aussieht, sondern Halle ist aus vielen verschiedenen von diesen Blöcken. Ja. Hier zum Beispiel, das könnte man... Ich glaube, das ist auch neu, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich guck mal, ob das zufällig mit dem hier übereinstimmt, was wir hier so an den Seiten gesetzt haben. Ich habe, meine ich doch, irgendwo... Aber davon wollte ich mich eigentlich gar nicht aufhalten lassen. Oh, das hier sieht hübsch aus. Und hier haben wir auch noch ein paar mehr. Wir haben richtig viele. Okay. Aber das bedeutet natürlich, das Spiel muss noch länger laden. Noch mehr Sachen, die unter denen ich mich dann entscheiden muss. Wir haben hier so ein süßes kleines. Das ist ja niedlich. Das ist wirklich ein 1x1-Block. Interessant. Und sehe ich das richtig, dass... Ah, da kann ich das sozusagen als Zwischending zwischen zwei verschiedenen Wohnblöcken hinsetzen. So als Verbindungsstück. Und hat das auch irgendwie Einwohner? No Residence Home. Okay, Connector-Block. Aber zur Dekoration, warum nicht? Das hier sieht auch sehr interessant aus. So, ich lasse mich doch wieder ablenken. Das sieht gar nicht so spektakulär aus wie auf dem kleinen Bild hier, oder? Ich dachte, die Mitte wäre blau. Hier ist... oder es hat unterschiedliche Farben. Oder man kann es unterschiedlich anmalen. Das kann natürlich auch sein. So, dann würde ich nämlich das Forstgebiet eher Richtung Hochhaussiedlung setzen. Die Hochhaussiedlung wird richtig groß. Und Rosenholzufer wird jetzt zu Rosenholzstadt oder so. Oder Ufersiedlung? Weil die sind ja auch am Ufer, die Rosenholzgemeinde. Rosenholzstadt. So, Rosenholzforst. Hier die Wappenobstplantage, die gehört nicht zur Gemeinde Rosenholz, sondern die ist in die Familie Wappen wieder übergegangen. Aber wir bauen jetzt hier den Naturpark Rosenholz oder Waldpark oder was gibt es noch so für Namen? Familienpark.
Waldfamilienpark, Parkfamilienwald, irgend sowas in der Richtung halt. Erstmal ein Parkgebiet setzen, dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr entscheiden, wie genau das aussehen soll. So, das hier, das ist ja schon alles das Industriegebiet von der Obstplantage. Da will ich ja. Das gehört alles der Familie Wappen, deswegen da kann sich der Naturpark nicht hin entwickeln. Aber hier so, Hamilton Hügel. Also das ist ein furchtbarer Name. Hügelpark? Nee, also ich will einen lustigen Namen haben. Garten. Waldgarten. Waldgarten Rosenheim. Oder Familiengarten Rosenheim. Mal sehen, Rotkehlchen bleibt nicht. Aber Garten? Waldgarten? So als Camping-Dings. Mit mal, wie weit geht denn das da runter? Achso, ich kann doch malen. Dafür habe ich doch extra Toggle jetzt runtergeladen. Während wir hier nicht diese Ansicht haben. Was habe ich denn jetzt eigentlich ausgeschaltet? District Names. Ja, die sind schon wichtig. Für meine eigene Orientierung, aber. Mit mal. Genau, der. Das Forstgebiet, das können wir ja gleich mal so, so festlegen. Das geht noch relativ weit hier rein. Machen wir mal ungefähr so. Ja. Funktioniert das? Ja. So ungefähr. Ich glaube nicht, dass das alles Forst wird, aber ich wollte das vielleicht so ein bisschen schön auseinanderbauen. Hier kommt die Siedlung weiterhin. Und die Obstplantage müssen wir mal gucken. Und der Rest wird eventuell ein riesengroßes Industriegebiet mit Farming. Also mit Bauernhöfen. Also, ja, mal gucken. Das ist jetzt. Der Rotkehlchengarten ist es nicht. Beziehungsweise wir gucken mal, was daraus wird, sobald ich das Eingangstor setze. Für den Waldpark sozusagen machen wir erstmal eine richtige Straße sozusagen zum Eingang. Wieso sage ich die ganze Zeit sozusagen? Das tue ich doch sonst nicht. Ja. Oder doch die asphaltierte Straße? Oder so eine schöne kleine vierspurige Industriestraße? Welche Straße ist denn das hier genau? Das ist schon die. Mache ich es gleich mal so, dass das so einigermaßen parallel zu dem da angeordnet ist. Ah, das ist schon alles eingestellt, geschaltet. So, passt das? Das müssten 90 Grad sein, ohne dass die Straße irgendwie krumm aussieht. So, das war aber jetzt nur die Hilfestraße. So, das passt schon. Dann brauchen wir da dran noch ein bisschen Platz, sagen wir mal, in die Richtung. Ja, das passt schon. Da muss ich mal gucken, wie ich hier den Übergang gestalte, aber wahrscheinlich mache ich hier alles voller Bäume. Ist jetzt so der Gedanke. Und die Geschichte ist jetzt dahinter, dass das hier so ein kleines Waldarbeiterdörfchen ist, ursprünglich. Da sind Handwerker und da sind Holzfäller gewesen und Leute, die in der Sägemühle arbeiten, die ursprünglich mal hier war. Und später hat sich das nur noch bedingt gelohnt. Deswegen ist ein riesengroßer Forstbetrieb erstmal hier entstanden, so im Zuge der Industrialisierung. Und das hier wurde erstmal fallen gelassen, zurückentwickelt. Und später ist daraus halt so ein Naturschutzgebiet entstanden. Und das bauen wir jetzt. So, wenn ich es finde. Das ist ein Zoo, Naturschutzgebiet. Ah. Hier hätte man natürlich gucken können. Kleines Naturschutzgebiet. Das ist ja auch ein kleines Naturschutzgebiet. Das aber so ein, ich sag jetzt mal, Disney-Eingangstor, das passt eigentlich auch schon so ein bisschen. Natural Park. Und was ist hier? Das ist eigentlich wirklich. Weiß ich nicht. Mich stört gerade dieser Schriftzug Nationalpark, deswegen wird es doch das kleine Eingangstor. Einmal hier hin, dann haben wir ein paar Sachen schon mal freigeschaltet. Und dann, jetzt kommt's, dieses wunderschöne Hotel, was wir in einer der letzten Folgen gefunden hatten.
Also ich hatte schon früher gefunden, aber hier im Menü habe ich es entdeckt. Das Beach Hotel, das aber eigentlich mehr so hier aussieht. Das dachte ich, machen wir auch hier hin, als Waldhotel stattdessen. Passt das? Ja, dann würde ich den Eingang auf die andere Seite setzen. Und hier würde ich noch ein paar Parkplätze davor und daneben und überall hin tun. Wie groß sind denn die Parkplätze? Also das Hotel kommt ungefähr hier hin. Das ist jetzt schon mal entschieden. Das Ding kommt auf die andere Seite. Das wird auch alles mit Bäumen ausgekleidet. Parkplätze. In Parks. Könnten auch vielleicht ein paar von den schöneren hier nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dieses Set hier wirklich benutzen will. Na, wie sieht denn das hier aus? Wichtig ist, dass es viele Parkplätze gibt. Ja, hier gleich mit ein bisschen Natur dazwischen. Das hat doch was. Und da sind auch relativ viele Parkplätze da drin. Hier gegenüber? Und dann nochmal hier eins. Oder ist das dann schon übertrieben? Oder wir setzen zwei so hin. Move it. Ich will die sowieso nochmal mit Move it verschieben. Rechte Taste. Wie ging das, dass ich den einfach drehen kann? Mit Alt gedrückt halten? Mit Alt gedrückt halten und hier dran. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das mit rechter Taste gehen würde, aber jetzt gerade geht es nicht mehr so wirklich. Sehr seltsam und sehr schade. Ich überlege gerade, den ein bisschen weiter wegzusetzen, weil sonst sieht es so aus, als könnten die Autos direkt hier reinfahren und das will ich nicht. Und bevor ich einen neuen Parkplatz baue, gucke ich erstmal, ob das mit überhaupt so klappen würde, mit zwei Parkplätzen direkt nebeneinander. Nee, das geht nämlich gar nicht so einfach. Da kommen wir nämlich schon mit der Straße ins Gehege da. Dann lieber nochmal einen zweiten Parkplatz hier so rein. Oder einen anderen Parkplatz. Aber jetzt habe ich den hier schon mir besorgt. Wir haben noch 2 Millionen auf dem Konto knapp. Also wir könnten es uns leisten, so ein bisschen da noch. So, ich will den nochmal gerade machen. Bisschen weiter runter. Jetzt kann ich ihn drehen, aber nicht verschieben. So passt das doch einigermaßen, oder? Hier, das ist sehr eng mit der Kante. Ich gebe es zu. Aber. Also hier muss auf jeden Fall dekoriert werden. Das sieht schon ein bisschen unspektakulär aus. Und ich überlege gerade, es würde doch eigentlich mehr Sinn machen, wenn die Fenster Richtung Fluss zeigen. So ein bisschen. Wo gucken die denn hin? Ja, die gucken hier zur Kirche, das ist interessant. Und die gucken auf das Waldgebiet. Aha. Das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Eigentlich würde ich es eher sehen. Da kann ich das erstmal zur Seite nehmen. Und euch drehe ich nochmal. Dann kommt ihr hier dran. Hier so an die Stelle. Ja, ist das gerade? Es muss ja nicht perfekt gerade sein, aber es muss zumindest ein bisschen aussehen. Ich glaube, es ist sogar ziemlich gut getroffen. Und dann könnte ich zum Beispiel hier den Parkplatz nochmal in die Richtung drehen. Und jetzt hier ordentlich rantun. Und der genauso. Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass das mit den Parklinien ordentlich passt. Vielleicht lasse ich auch ein bisschen Abstand zwischen den beiden. Nee, ich darf gar nicht so viel Platz lassen, weil sonst ist das Ding auf der Straße. Also hier auf der Straße. Das sieht doch fast okay aus. Wir haben noch ein bisschen Platz in die Richtung. Den würde ich auch gerne nutzen. Kann sein, dass die Straße nicht gerade ist? Könnte sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein bisschen Platz, hier ranzugehen.
Mal gucken, ist das gerade. Ich lasse absichtlich ein bisschen mehr Platz dazwischen, weil ich dann deutlicher sehen kann, ob hier die Geschichte richtig passt. So müsste sie passen, oder? Ich lasse mal absichtlich einen kleinen Spalt. Nee. Dann nochmal. Ja, verdammt. Ich kann gar nicht so fein drehen, wie ich das gerne möchte. Aber jetzt sollte es passen. Ja. Ach, die Hecke guckt so ein bisschen in die Straße rein. Kriege ich das noch ein bisschen nach unten gesetzt? Ja, das sollte machbar sein. So, die müssen eh nach unten. Jetzt. Das Teil gehört... Gehört das zur Straße? Ja, das gehört anscheinend zur Straße. Okay. Was hier alles für Zeug an der Straße liegt. Vielleicht werde ich die auch nochmal ändern. Einfach nur, weil diese ganze Dekoration, die ist schon ein bisschen merkwürdig. Hier ist auch Zeug an der Straße. Bei der Straße macht es vielleicht sogar einigermaßen Sinn. Weiß ich nicht. Aber bei der hier, ehrlich gesagt, weniger. Da werde ich nochmal gucken, ob ich da vielleicht auch nochmal die Parkplatzstraßen, die jetzt ein bisschen zweckentfremdet wurden bei uns zu Landstraßen. Das würde auch darin helfen. Was das? Ah, hier geht es wieder schon so ein bisschen auseinander. Aber dann drehe ich dich nochmal hier ein. Das sieht gut aus. So, und dann nochmal so, dass die sich überschneiden. Okay. Das ist das Beste, was ich jetzt hinkriege, ohne richtig lange. Hier scheint irgendwie ein automatischer Fußweg generiert worden zu sein. Das finde ich auch ganz cool. Da sollten vielleicht sogar Leute rüberlaufen. So, das Hotel guckt jetzt quasi so hier rein. Das ist jetzt das Waldhotel, sobald da Wald ist. Und das hier wird der Eingang zum Naturschutzgebiet, beziehungsweise zum Rotkirchen Naturschutzgebiet. Hat sich tatsächlich umbenannt. Gut, dass ich das nicht vorher benannt hatte. Nee, wie komme ich denn jetzt hier drauf? Da. Was hatte ich gesagt? Irgendwas mit Wald. Ich habe schon wieder vergessen, verdammt. Ich hatte so eine tolle Idee und jetzt habe ich es vergessen. Erstmal irgendwas mit Rosenholz. Rosenholz, Waldpark. Ah. War es jetzt einfach nur der Waldpark oder war es irgendwas Richtung Familienpark? Familie, Wald, Park. Das sind die drei Worte, die mir immer wieder eingefallen sind. Naturschutzpark. Wir lassen erstmal Waldpark und ich muss mir dann im Nachhinein mal die Folge anschauen und mir selber Notizen machen, wie ich das ursprünglich genannt hatte oder vorhatte jetzt, während ich das vorhatte. Ja. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen hier das Parkgebiet so weit bauen, dass wir anfangen, Touristen zu generieren und dass wir hier anfangen, das aufzubauen. So, in der Nähe des Tors können wir ja noch ein bisschen hier so befestigte Wege mit Dekorationen machen und später dann nur solche solche Wege. Wie sollen das überhaupt hier aussehen? Also, ich dachte mir, früher haben die Holzfäller ihr Holz über den Fluss verschifft, was sich ja auch anbietet. Und vielleicht kommt später mal, viel, viel später, hier noch ein Hafen hin. Obwohl ich nicht weiß, ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Auf jeden Fall müssen wir ans Wasser. Wir müssen es ans Wasser und dort soll dann sozusagen der Hauptstadt, der Hauptpunkt des Parks ein bisschen sein. Weil hier vorne ist ja das Hotel, das wird alles vom Hotel dominiert. Das bietet sich schon ein bisschen an nach einem Pool, aber die haben keinen Pool außerhalb. Das hier könnte das Pool sein, der Pool. Die könnten ein Hallenbad hier drin haben. Das finde ich eigentlich eine coole Idee. Aber... So erstmal. Und dann Lagerfeuer. Ach so, das hier ist von der Gemeinde das Ding. Kann ich das wieder so einstellen? Ja.
Obwohl, das hilft nicht wirklich. Das hier gefällt mir schon ein bisschen besser. Und dann würde ich aber gerne die Gemeinde Rosenholz ausblenden, dass ich nur den Park sehe, weil diese Linie hier, die nervt mich auch gerade so ein bisschen. So ein Lagerfeuerplatz. Ich würde den schon gerne hier reinsetzen. So ein bisschen in die Mitte. Was haben wir denn noch? Lagerfeuerstätte 2, 1. Oder ich setze die hier mal an die Enden. Dass die quasi bis dahin wandern können. Und Richtung Wasser ist dann so ein bisschen Zelten. Man kann die auch so ein bisschen weiter weg vom Weg setzen. Dann sieht das nicht ganz so furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Werd mal. Also das Spiel wird sich gleich beschweren, falls es nicht reicht. So, die Großen. Das macht irgendwie Sinn, dass die in der Nähe der Straße sind. Weil da hat man nicht wirklich Lust, die so weit zu schleppen. So, und das hier sind so ein bisschen die Hauptwege. Da, wo noch die Stromleitung dran geht. Für was auch immer hier ist. Wir müssen erstmal hier runterlaufen. Das sieht alles ziemlich leer und trostlos aus. Ich gebe es zu. Und ich würde nochmal einen neuen Pinsel erstellen. Den nenne ich Rosenholz Naturschutzgebiet oder Rosenholz Waldpark. Ich meine, ich muss nur wissen, Rosenholz Wald, das ist doch schön. Ihr kriegt... Ach verdammt, jetzt habe ich das hier ausgeschaltet. Ihr kriegt auch eine Steineiche. Ihr kriegt die Wandelröschen, das passt doch prima. Euer Radiosender. Ich kann doch hier eingeben. Die Erle war einer der großen Bäume für Rosenholz. Die Eiche. Und die kleine Buche. Haben wir noch was? Kleiner Busch, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Haben wir was, was Rose heißt? Rostkastanie. Ja, von mir aus auch die. Vielleicht Flower? Flammbaum. Bei den kleinen Blumen weiß ich nicht hundertprozentig, ob die dann so übernommen werden. Aber ich nehme mal... Warum hast du das jetzt gemacht? Ich wollte das hier mitnehmen. Jetzt. Ich nehme mal diese Teile mit. Und Dichte soll er selbst bestimmen. So mal ein bisschen hier den Wegen entlang. Und ich... Ich finde die Dichte jetzt eigentlich gar nicht schlecht ausgewählt. Das wird gar nicht so dicht wirken, weil hier dazwischen diese ganzen Kräuter sind. Mach das mal klein. Genau, so ein kleines Kraut gibt genauso viel Platz wie so ein Baum. Deswegen, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Das könnte nach meinem Geschmack noch ein bisschen dichter sein. Man könnte jetzt noch mit dem normalen Pinsel für Rosenholz, also den hier, noch so ein bisschen drüber gehen. Ich mach den mal kleiner. Und ja. Ich will eigentlich gar nicht so viel Geld dafür ausgeben, denn das wird vielleicht eh nochmal sich ändern. Aber das ist so die Grundidee. Das ist der, nicht Industriewald, der Nutzwald. Und das hier ist der Vergnügungswald. Oder der Recreation. Der Erholungswald. Genau. Erholungswald, Nutzwald. Und ein Hotel dazu. Ach so, das Hotel, das muss unbedingt noch mit Rico bearbeitet werden. Und zwar hier Rico. Und da dachte ich mir, bei dem Teil lokale Einstellungen hinzufügen. Und du wirst jetzt Gewerbe und dann Unterart Tourismus. UI-Kategorie auch Tourismus. Tourismusstufe gibt es nur eine, okay. Baukosten, das interessiert dann... Auch weniger, glaube ich, weil wir werden das nur einmal setzen, glaube ich. Speichern. Hat es das jetzt wirklich gespeichert? Ich habe das Gefühl, es hat nicht gespeichert. Habe ich... Halt mal hier, das sind doch schon die Speichern. Speichern und anwenden. Speichern. Warum ist das 8. experimentell? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Realistic Pop nutzen. Muss ich vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass das... Ja, jetzt ist es. Okay, das ist außer Betrieb, wahrscheinlich weil die Arbeiter fehlen. 67 Arbeiter, das könnte für so ein Hotel passen. Mal sehen, du brauchst hier vielleicht noch ein Restaurant, dann Köche, dann auf jeden Fall Leute, die die Zimmer sauber machen. Aber 10 Hochgebildete. Management, Sekretärin und so weiter, das braucht auch alles hier. Du brauchst ja auch ein bisschen Verwaltung und hier könnte ja auch ein bisschen die Verwaltung für den Waldpark drin sein. Ja. Und du beschwerst dich wegen nicht genügend Verkaufswaren. Die Regale sind leer. Na, das kann sich ändern. Du kriegst gleich deine Regale voll von außerhalb wahrscheinlich. So, und der soll mir nicht mit Rohrproblemen auf die Nerven gehen. So, das mit dem Parkplatz passt. Ich könnte auch... die beiden so ein bisschen runternehmen. Oder ich könnte mal gucken, was das hier Verbesserungstool mir vorschlägt. Wenn ich hier sage, mach mir mal eine schöne Kurve von hier nach hier. Ja. Jetzt wissen die Autos gerade plötzlich nicht wohin, aber das sieht doch okay aus. Hier ist so eine kleine Verbindung. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich genutzt wird. Aber ich bin versucht, fast hier noch so einen Parkplatz hinzusetzen. Ah, die Ecke ist mir noch zu leer. Aber am Ende kommt da einfach nur Bäume hin und dann sieht das schon okay aus. Ja, also die Grundlagen gefallen mir erstmal sehr gut. Ich hoffe, ich kann das so weiterführen, was ich hier geplant habe. Achso, kann der Waldpark sich denn überhaupt verbessern? Unterhaltung bis zur nächsten Stufe ist auf jeden Fall gewährleistet. Jetzt müssen nur noch 500 Besucher kommen. Naja, nichts leichter als das, würde ich sagen. Der Kirschpark. Besucher bis zur nächsten Stufe, das ist eigentlich auch nicht mehr so weit hin. Und jetzt hat der Forst seine nächste Stufe bekommen. Biopelletfabrik, Sägemehllager, Forstwirtschaftsarbeitsunterkünfte. Genau, die wollte ich nämlich an die Grenze zwischen dem Erholungsgebiet und dem Forstgebiet setzen. Und eine Möbelfabrik. Wir brauchen ja eigentlich auch eine einzigartige Waren. So... Ich weiß nicht, wie groß das hier werden soll. Vielleicht wird es doch nur viel, viel kleiner, als ich gedacht habe. Hier so mit ein bisschen Strand. Ich weiß jetzt nicht, ob die Strand-Items, die ich im Workshop runtergeladen habe, ob die dazu passen. Das hier sieht doch süß aus. Ein Picknick-Table. Könnte man noch so ein bisschen Picknick hier am Eingang machen. Funktioniert das? Functional Area mit Center. Okay. Ich würde mal einfach zum Spaß hier ein paar ransetzen. Dass die Leute einfach reingehen und schon mal anfangen zu picknicken. Geht das? Funktioniert das? Wird das auch vor allen Dingen gewertet? Unterhaltung bis zu... Das kommt mir sehr bekannt vor, diese Zahl. 426. Wenn ich euch jetzt wegreiße. Ja, die sind nicht so teuer, zum Glück. Hast du jetzt unter 426, 420? Okay, die haben ganz minimal Unterhaltung gebracht, aber die haben funktioniert. Das ist eine wichtige Sache, die wir jetzt gelernt haben. Dann würde ich hier nochmal kurz ein paar Bäume wegmachen. Einfach, damit ich Bäume spare. Wir haben nur 1 Million davon zur Verfügung. Genau, ich könnte eigentlich mit dem Baumpinsel hier noch ein bisschen agieren. So, aber hier wird jetzt Picnic Area gemacht. Mit diesen Sets. Kann ich auch sowas hier dran setzen? Hier habe ich nichts eingestellt. Aber der Tropengarten passt eigentlich auch überhaupt nicht dahin. Die Anglerinsel, die würde vielleicht dahin passen. Jetzt ist die Frage, zählt die zum Parkgebiet oder zählt die dann für sich einzeln? Ich bin jetzt eher begeistert davon, dass ich ja durch die Mods andere Sachen hier noch reinsetzen kann und dass sich das dann halt auch ändert ein bisschen. Aber die Picknick-Area, das Naturschutzgebiet geht ja bis da hoch. Dann könnte dort so ein bisschen casual sein, dass einfach Leute zum Spaß haben und zum Feiern hier hochgehen und die Naturfreunde, die gehen hier runter zum Campen und
Dann gibt es noch andere coole Sachen, die man da freischalten kann im Naturschutzgebiet. Die kommen dann irgendwo anders hin. Aber ich hatte ja mir vorgenommen, wo ist das Naturschutzgebiet? Hier, den Weg ohne Dekoration. Den würde ich zum Beispiel hier ansetzen. Ah, da ist ein Baum verschwunden. Oder mit Move It. So. Dann sehen wir ja, was hier noch für Bäume unter dem Weg sind. So. Ich glaube, da sind keine Bäume mehr. Eher noch hier. Ah ne, Quatsch, ich habe doch den Weg erst zuerst gesetzt und dann die Sachen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das so schief mache. Also zuerst irgendwie anfange, Wege zu legen und Attraktionen und dann erst die wahren Bäume. Kann ich das auch so ein bisschen hier wieder von der Straße wegnehmen? So, und die müssen ja nicht alle Schirme haben. So, dazwischen. So ein bisschen bunt, so ein bisschen. Komm, dann kommst du auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Was ist denn jetzt hier? Da ist ein Vogel entstanden. Okay. Das jetzt. Auch noch mal hier dazwischen. Ruhig ein bisschen enger. Das soll. Das könnte. Also. Die sind nicht perfekt angeordnet. Wenn ich könnte, würde ich die einzeln ersetzen. Aber ich will auch nicht übertreiben hier mit Assets. Sonst könnte man ja noch ein paar einzelne setzen. Hier zum Beispiel. Oder hier noch irgendwie. Was haben wir denn noch im Angebot? Von Kleinigkeiten. Ich kann hier auch ein paar Pops hinsetzen. Oder das. Kann ich das hier reinsetzen? Funktioniert das? Das sind die Parktoiletten. Einfach mal hier am Anfang. Kann ich das mixen und matchen? Das wäre ja cool, wenn das ginge. Der Rosenholz Waldpark hat jetzt 36. Was bringt denn das Teil? Wenn ich dich jetzt wegreiße. Okay, der hat immer noch 36. Also die Parktoiletten haben jetzt so gesehen nichts für den Park getan. Weil es wahrscheinlich nicht das richtige Asset ist. Oder haben die einfach keine Unterhaltung? Doch, die haben Unterhaltung 10. Aber das würde ich schon gerne machen. Also ich würde gerne hier die Toiletten reinsetzen, dass das einfach Sinn macht für die Leute, dass die auch in diesem öffentlichen Ding aufs Klo gehen können. 36. Ich kann ja auch ein paar andere Assets probieren. Was haben wir denn noch so hier? Das Parkcafé. Wie viel soll das bringen? Das soll 50 bringen. Also das müssten wir doch jetzt merken, wenn das was bringen wird. Okay, das hat. Okay, ja. Kann sein, dass die funktionieren, aber nicht so effektiv. Jetzt haben wir 20. 20 hat das Ding gebracht, obwohl es 50 bringen soll. Okay, dann ist es nicht so effektiv, aber es funktioniert prinzipiell schon irgendwie. Das würde mir nämlich ganz gut gefallen, dass wir hier dann in der Mitte des Parks trotzdem noch so ein bisschen mehr so richtige Gebäude stehen haben, wie zum Beispiel halt dieses alberne Café. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn das hier noch so in der Mitte wäre. Das hat nämlich hier auch so eine schöne Terrasse mit so diesen Stühlen. Und die gucken relativ gut hier auf den Strand zu, also auf das Ufer. Hier könnte man noch ein bisschen Strand reinbauen. Und ich habe doch, habe ich das schon freigeschaltet, hier diese Beach Assets. Sind das jetzt einfach nur. Nee, das hat Unterhaltung und Besucherkapazität. Könnte man nämlich hier noch so ein bisschen Flussbaden einführen. Obwohl, das ist schon ziemlich knapp. Also ich glaube, hier sollte man nicht wirklich schwimmen gehen. In diesem Gewässer. Was eigentlich eher dazu gedacht wäre zum Schwimmen gehen, wäre entweder so ein abgeschlossener See oder hier zum Beispiel. Da hat man relativ lange ruhiges, flaches Gewässer, glaube ich. Obwohl das hier auch ganz schön weit geht. Also ist das nur zum Anschauen da. Was in der Realität bedeutet, die schmeißen alle ihren Müll da rein. Aber das,
weiß man ja nicht. Das ist ein Problem der Parkverwaltung. So, ich wollte jetzt noch hier das Forstgebiet hier so ein bisschen übergangsweise so darstellen, dass jetzt hier diese Wohnungen reinkommen. Auch wenn es ein bisschen seltsam aussehen wird vielleicht. Also was ich meine ist, wir hatten jetzt ja Forstgebiet Level 2 freigeschaltet. Und da kam das hier dazu. Diese Arbeiterunterkünfte. Und die hätte ich gerne schon so ein bisschen hier in die Nähe gesetzt. Weil die Arbeiter kriegen auch so ein bisschen Erholung. Und thematisch wird es vielleicht auch ganz okay aussehen. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich hier wirklich für das Naturschutzgebiet brauche. Aber ich neige schon dazu, euch direkt mal hier hinzusetzen. Warum nicht? Das hat nämlich, ehrlich gesagt, ein bisschen was mehr von Ferienwohnung. Von der Ansicht her. Also so Waldcamp. Und das würde ja zu dem Ding eigentlich ganz gut passen. Da könnte man hier noch einen Weg ransetzen und dann könnte man hier noch so ein Nebentor machen. Das wäre doch eine Idee. Dann jetzt nochmal die Mullstraße. Ein bisschen weiter. Und dann die Wege vom Naturschutzgebiet. Ich muss mich eigentlich auch nicht an die Naturschutzgebiete Wege halten. Ich kann auch irgendwelche Wege benutzen. Aber ich finde die irgendwie gerade passend. Da können wir sogar die machen mit der Stromleitung. Die müssen so ein bisschen... Mal sehen, schauen die von oben oder von unten dahin? Mache ich lieber so. Oder ich setze erstmal noch das Tor hin. Das hier ist das Nebentor. Das kann ich auch nicht da hinsetzen. Ah, doch, das kann ich da hinsetzen. Ist das irritierend hier mit diesen ganzen Gebieten. Das muss ich gleich mal ordnen. Aber das ist jetzt das Nebentor zum gleichen Park. Genau. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Jetzt der Weg mit den Stromleitungen. Der fängt von hier an. Der geht gleich mal hier so quer. Und der geht da rein. Und dann von dem Teil aus geht der auch hier hoch. So, dann... Das sind nicht wirklich Ferienwohnungen, aber das sind auch nochmal Ferienwohnungen im Stile wie dieses Hotel hier. Und da können die Leute dann auch hier in das Naturschutzgebiet rein. Und hier ist dann so der fließende Übergang zu dem echten zu dem echten Nutzwald. Und hier kann man ja noch ein paar... Ah ne, das ist Umzug. Wieso denke ich immer, das wäre Kopieren? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, wie weit kann ich dich rübersetzen, ohne dass es... Ich kann dich bis hier hinsetzen, dann mache ich das doch auch. Dann passt das ja eigentlich ganz gut. Und, doch, es war hier Industrie. So, einmal dahin. Ich kann sogar noch dahin setzen. Ah, das wird zu knapp. Liegt ja vielleicht noch die Straße ein bisschen weiter rübersetzen? Ich glaube schon. Hier an der Straße waren jetzt keine Bäume. Wie viel Effizienz haben wir denn jetzt mittlerweile? 120. Brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr so viele? Und das wären 125, 130, 135. Ich übertreibe jetzt mal absichtlich. 140, 145, 150. 140 hat es aufgehört. Weg damit, weg damit. Das müssten jetzt immer noch 140 sein. Oh, jetzt waren es plötzlich doch 150. Ups. Ja, aber das geht auch hübscher, was ich hier baue. Die nochmal weg. Die vielleicht nochmal in die Mitte und dazwischen einen Weg darunter führt zu noch mehr von diesen Arbeiterunterkünften. Und da die Abenteuerunterkünfte
So nennen wir das jetzt. Das sind die Abenteuerunterkünfte. Ist das so einigermaßen symmetrisch? Ne, der muss noch ein bisschen weiter dahin. Und der muss noch eins weiter dahin. Genau, ich will nämlich die beiden hier in der Reihe haben. Und dann hier eine Straße runter. So ganz symmetrisch wird es jetzt leider nicht. Dann orientiere ich mich mal. Was sieht denn hier besser aus? Hier wäre die Note sowieso. Dann nehme ich die doch gleich. So, 90 Grad. Was zu viel ist, kann ich immer noch wegreißen. So, das waren jetzt 5, also 125. Dann versuche ich das quasi nochmal hier unten zu spiegeln. Wie viel Platz braucht ihr denn so ungefähr? 13 U. Also von hier nochmal 13 U runter. Das wäre das hier. Und ich will vielleicht noch ein bisschen Platz lassen. Also, das sind 13, 26. Mache ich mal 27, 28. Mal schauen, ob das passt. Ich nehme jetzt einfach das Tool hier. Ja. Hier müsste ich jetzt mal kurz das Parkgebiet verschieben. Beziehungsweise das Industriegebiet. So. Und das hier kann ruhig Park bleiben. Das kann sogar so sehr Park bleiben, dass... vielleicht sogar einen Zaun oder sowas machen. Das wird weggerissen. Hier kommt dann nochmal ein Tor ran. Das fände ich eigentlich ganz lustig, die Idee. Das hier. Das passt sogar noch alles. Wie genau stehst denn du da oben? Kriege ich das so per Augenmaß hin? Passt das? Passt gut genug. Da eins. Nicht im Industriegebiet. Na, das können wir ändern. Ein bisschen hier ran. Ah, verdammt. Jetzt ist das nicht mehr ein Parkgebiet. Und ich finde es lustig, dass der gleiche Pinsel quasi für Park und Industrie und später dann auch für Universität und Flughafen, weiß ich nicht, aber Fußgängerzone. Das ist alles quasi der gleiche Pinsel mit der gleichen Mechanik dahinter. Aber warum nicht, wenn es funktioniert? Und es funktioniert eigentlich ganz gut. So, das ist jetzt noch ein Industriegebiet. Und hier die Küste müsste man auch noch so ein bisschen anpassen. So, jetzt haben wir jeweils 10 Apartments. So, die bräuchten eigentlich auch nochmal ganze Schwung an Dienstleistungen. Also sowas wie... Das sieht ja schon von Weitem wieder richtig massiv aus. Ehrlich gesagt. Also das ist ja... Ah, vielleicht nehme ich die unteren weg. Ich glaube, ich nehme die unteren weg. Dann lasse ich es erstmal nur so. Ist auch völlig übertrieben, ehrlich gesagt. Hier wollte ich noch unbedingt so ein Parktor setzen. Auch wieder so ein kleiner Nebeneingang. Der müsste... Dann machen wir das mit dem Parkgebiet nochmal ein bisschen... Anders. So, das ist jetzt alles Park. Das hier unten ist jetzt auch Park. So, das ist jetzt alles von der Parkgesellschaft eingekauft worden. Weg mit den Gebieten und her mit dem Tor. Hier oben hin? Oder nach unten? Oder hier nach unten? Oder beides? Oder drei? Aber warum nicht hier? Könnte man doch ein bisschen die Straße einkürzen. Die muss nicht so lang sein. So und so. Und dann die verbleibende Straße, die machen wir jetzt noch ein bisschen breiter. So, damit es nicht ganz so furchtbar aussieht. So, dann haben wir hier das Tor noch. Auch so eine Art Haupttor, wieder mit... Und kriegen wir das so hin, dass das einigermaßen hübsch aussieht. Ja. Sind jetzt einigermaßen gerade. Also so vernünftig rund. Hier haben wir einen Café drin. Besucher sollten kommen. Da ist ja jetzt jede Menge Unterhaltung drin. Und ja.
Das war Rosenholz Waldpark, der sich wahrscheinlich umbenennen wird, sobald ich herausgefunden habe, was ich ursprünglich den benennen wollte. Für die Folge war es das jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.